Jo, hier ist der Marquardt und in dem Video werde ich mit dir drüber reden, was du tun kannst, falls sich Frauen ignorieren. Das ist richtig bitter als Mann, vielleicht kennst du das, vielleicht schreibst du sogar mit einer und sie ignoriert dich oder du sprichst Frauen an und du merkst, irgendwie gucken die dann auf einmal immer weg, je länger du mit denen sprichst. Und es fühlt sich für dich scheiße an. In dem Video werde ich mit dir drüber reden, was du tun kannst, falls es bei dir der Fall ist. Und ich wünsche dir viel Spaß. Wolltest du schon immer mal deine Traumfrau kennenlernen und verführen? Hättest du gerne mehr atemberaubenden Sex mit wirklich wunderschönen Frauen, die du bei Gefallen in eine Beziehung kriegen kannst? Mein Name ist Marquardt und auf diesem Kanal zeige ich dir genau das. Nämlich, wie du Frauen leicht kennenlernst und sie verführst. Viel Spaß dabei. Was kannst du tun, falls dich Frauen ignorieren? Was kannst du tun, wenn du oft nicht so das Center der Öffentlichkeit bist oder der Aufmerksamkeit? Ja? Die eine Sache, die wahnsinnig gut funktioniert, ist, erstens mal musst du dir überlegen, wenn du auf die Sache kommen möchtest, woran das überhaupt liegt. Und tatsächlich ist es einfach oft der Fall, dass du langweilig bist, okay? Dass du mit dem, was du redest, Frauen langweilst. Und wer unterhält sich schon gern mit einer langweiligen Person? Keiner, nicht mal deine Mama, ja? Ist wirklich wichtig, dass du nicht langweilig bist. So, was kannst du jetzt tun, um nicht langweilig zu sein? Und das eine, was ich immer empfehle, ist, dass du einfach ein bisschen provokanter wirst. Und das hat bei vielen, bei meinen Klienten wahnsinnig gut funktioniert. Wenn du meinetwegen mit einer schreibst und du merkst, es ist irgendwie so ausgefisselt, ja, werde provokanter. Schreib ihr eine provokante Nachricht. Damit gibst du ihr die Möglichkeit, dich entweder abzulehnen oder dich anzunehmen. Aber du bist nicht irgendwo in diesem komischen, diffusen Mischmasch in der Mitte drin, wo du jetzt nicht weißt, magst du mich überhaupt oder magst du mich nicht, sondern du willst wissen, was Sache ist. Entweder hast du gerne eine klare Abweisung, ein klares Nein, oder du hast ein klares Ja, oder sie liebt dich, oder sie findet dich toll und hat früh Sex mit dir. Aber du willst nicht dieses Komische in der Mitte, wo sie dich ignoriert, wo du ein bisschen langweilig rüberkommst. Deswegen werde provokanter. Das ist eine Sache, die kann ich dir wahnsinnig gut auf meinem Coaching erzählen. Geh auf meine Website, datingadvice.de, bewirb dich auf dem Bootcamp. Du wirst es nicht bereuen. Es wird die beste Entscheidung sein, die du in deinem Leben je treffen wirst. Ich freue mich, dich am Telefon zu hören. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Bis dann. Ciao.